Bist du noch wach, Kilian? Ich muss schon sagen, heute gab es viele Überraschungen. Erst der große Zwirfens sagte, dass er aus der Zukunft kommt. Es war total irre. Zwirfens hat Reptan aus der Zukunft bis in unsere Welt verfolgt. Er ist gekommen, um diesen hinterhältigen Reptan zu fangen, um ihn dann mit zurück in die Zukunft zu nehmen. Darum ist er dafür verantwortlich, dass Reptan geschnappt wird. Wir müssen Zwirfens vertrauen. Um ehrlich zu sein, ich würde Reptan zwar gerne selbst fangen, aber der Aufgabe bin ich noch nicht gewachsen. Letztendlich müssen wir uns auf Zwirfens verlassen. Kilian? Schläfst wohl schon. Ich sollte besser auch schlafen. Es wäre toll, wenn Reptan bald geschnappt wird. Gute Nacht, Kilian. Oh ja, das habe ich ja die ganze Zeit schon vermisst. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Macht immer wieder Spaß. So ist der Stand der Dinge. Wir haben noch nicht gehört, ob Reptan schon gefasst wurde. Hey, geht es Westfred und seinen Freunden gut? Das wissen wir auch nicht. Wir haben überhaupt keine Information bekommen. Wir tappeln im Dunkeln. Trotzdem können wir nicht auf eigene Faust losziehen und die Falle gefährden. Wir werden abwarten müssen, bis wir irgendetwas hören. Bis dahin sollten wir unserer gewohnten Arbeit nachgehen. Also Pokémon, machen wir uns an die Arbeit. Oh, was dürfen wir denn heute machen? Ah, ihr zwei. Erledigt heute die Jobs an den Job- und Ganoven-Infobrettern. Das müsste reichen. So. Ich habe da noch einen. Den machen wir einfach mal weg. Mag ich sowieso nicht solche Aufträge. Ach ja, eine Sache gleich mal vorweg. Hat Glibunkel irgendwas Interessantes für mich? Finino-Band, Nektar-Band. Was wäre denn das? Schützt vor Wetter. Wieso ist denn das ein Ultimate-Item für Felino und Morlord? Ernsthaft? Ich meine, gegen Sandstürme ist er sowieso immun. Das schützt ihn also nur vor Hagel. Okay, der hat heute nichts für mich. Schade. Okay, dann schauen wir mal auf den Job. Strandhöhle, Strandhöhle, Stachelberg, Stachelberg, Apfelwald, Hornberg. Also wir haben zweimal Hornberg hier als interessantesten. Wir können ja theoretisch auch ein paar Dungeons machen, die schnell gehen. Wir hätten 4 für den Stachelberg. Für den Apfelwald. Stachelberg geht also die mit 30. Also eine A-Mission gibt schon doppelt so viel wie eine B. Und wollte ich gar nicht. Nee. Ich wollte den hier haben. Und hier waren auch noch 2. Zwei Items finden und ein Haspiro verprügeln. Sind dieses Mal nur A-Missionen. Wir haben wieder einen Haufen Gummis bekommen. Hast du vielleicht noch was? Strandhöhle. Ach, nee, danke. Der ist definitiv unter unserem Niveau. Na dann, gehen wir mal wieder schön an die Saftbar. Mehr Spezialangriff schadet ja nie.
Oh, da ist ein Orangegummi dabei, den kriegt dann sogar Fliegi. Noch mehr Spezialangriff. Kann man ja nie genug haben. Angriff. Mehr Verteidigung. Ah, der ist jetzt für Fliegi. Kriegt ein bisschen Spezialverteidigung. Oh ne, der ist jetzt wieder für mich. So, sonst habe ich keine mehr, oder? Nö. So, dann machen wir mal wieder täglich einen Rundgang in Schattstadt. So, zwei von denen hast du, gut. Die nehme ich mit. Habe ich irgendwas, was ich verkaufen will gerade? Sonst habe ich gerade nichts zu verkaufen. Aber mal schauen, vielleicht haben wir ja noch was. Hier haben wir drei Boxen bekommen im letzten Dungeon. Ein Elektzahn. Der ist dann für Elektek. Oder für Elekit. Ist egal. Oh, noch ein Weißgummi. Mal nachher noch mehr zum Mixen. Ein Kaumazahn für Kaumalat. So. Oh, jetzt muss ich kurz niesen. Gerade noch das Mikro rechtzeitig hochgeklappt. Ups, das war jetzt der B-Knopf. Bin mit dem Finger eins verrutscht. Du hast doch bestimmt noch irgendwo eine Star von mir auf Lager, oder? Zwei von denen nehmen wir mal immer mit. Ach, nehmen wir noch zwei Singlebären mit. Lief einmal Amrina, einmal Fragia. Ja. Das muss reichen, was wir dann an Items haben. So.
Dann lassen wir uns die restlichen Gummis auch noch mixen. Ups, das war der falsche Knopf. So. Einmal den Graugummi. Und wir kriegen wieder extra IQ. So, zwei haben wir noch. Dass unsere Statuswerte immer besser werden. Und nochmal extra IQ, sehr schön. Wir kommen eh langsam in den Bereich, wo die IQ-Fähigkeiten so allmählich richtig nützlich werden. Zumindest wo keine Nutzlosen mehr kommen. Ab jetzt zumindest. So, dann geht's heute in den Apfelwald. 8, 11, 12. Gleich ein Gummi. Ich mag Gummis. So. Und immer schön die Treppe. Noch ein Gummi, ein rosa Gummi. Oh, da ist noch ein Gummi. Blaugummi, wenn ich mich nicht täusche. Schlafend und paralysiert. Na, das ist immer eine Kombo. Und vergiftet jetzt auch noch. Ja, mal ein tolles Attackenset. Alle Puderattacken. Ja, ich habe schon einen Raupi, danke. Ein Blaugummi. Ja, natürlich ist das eine Sackgasse. Zum Glück habe ich mittlerweile über 100 KP. Super Mystery Dungeon hat das auch ein bisschen gedauert, bis ich so den KP-Wert hatte. Und ich bis kurz vorm Ende ja fast mit irgendwie, also am Anfang mit 40 KP, gegen Ende mit knapp 60 KP bin ich da rumgerannt. Wieso renne ich hier down in Sackgassen? Das ausgerechnet dann, wenn ich vergiftet bin, ne? Weg außen rum gehen und ich hätte mir die ganze Ebene sparen können, wenn ich am Anfang in die andere Richtung gerannt wäre. Ist ja mal wieder herrlich. Da müsst ihr jetzt einfach alle sterben. Ein Myra-Plabbel ins Team. Warum nicht? Wie nenne ich denn das? Das ist jetzt wieder ein Männchen. Buh.
Ach, das wird einfach Dirki. Und fertig. Zwar keine Ahnung, ob du meinen LP siehst, Dirki, oder nicht, aber du bist jetzt hier auch mit dabei. Wieso sind immer so endlos lange Gänge, die alle in Sackgassen enden? Das sollte ich eigentlich mitnehmen. Verkauft sich gut. Ich habe die ganzen Exklusiv-Items da gelassen. Wusste, ich habe irgendwas vergessen. Dann essen wir halt einen Apfel. War eh schon wieder notwendig. War schon unter der Hälfte. Ich habe mich doch gedreht. Auf den Gang unten habe ich keine Lust. Wie lang sind diese Gänge hier? Okay. Diese Gänge sind viel zu lang. Okay, da muss ich jetzt aber trotzdem wieder zurück. Ach, es... Ist der Donnerschock schon wieder alle? Was lassen wir denn da? Ich will eigentlich nichts da lassen. Mal mehr als genug. Wir sind hier Live-Zeugen des Suishomaru Donnerberg-Syndroms. Du mal bitte auf den hier zu machen. Den Rest darfst du meinetwegen benutzen. So.